Guten Morgen zusammen. Heute ist der 5.9.2022 und ich bin wieder draußen unterwegs. Ich bin heute auf dem Wanderweg Floßgraben. Der führt von Pegau. Ja, eigentlich ist es ein Rundweg. Startet und endet in Pegau. Ich werde das Ganze ein kleines bisschen modifizieren. Ich gehe jetzt hier am Floßgraben entlang bis nach Werben. Da gibt es den Werbener See. Von dort aus mache ich einen kleinen Abstecher zum Monarchenhügel und gehe dann wieder zum Werbener See zurück. Und dort entscheide ich dann, ob ich den Weg nach Pegau zurückgehe oder zum Bahnhof Großdalzig. Egal wie, die Strecke wird ungefähr 15 Kilometer lang werden. Das Wetter ist wieder prima und ich freue mich auf einen schönen Tag. Ja, knapp 2 Kilometer gegangen. Der Weg macht hier einen richtig guten Eindruck. Es geht hier so einen Wiesenweg lang. Und schaut mal, hier ist sogar eine kleine Bank. Süß. Kilometer 3,5 ist erreicht. Ja, jetzt haben wir hier links und rechts mehr Bäume am Weg. Die spenden schönen Schatten. Und obwohl links und rechts dieses Grabens Felder sind, fühlt man sich hier wie in so einem kleinen Paradies. Richtig schön. So Leute, ich habe jetzt den Wanderweg verlassen und wollte jetzt zum Monarchenhügel laufen. Jetzt stehe ich hier vor so einem Gatter. Vorsicht, freilaufender Bulle. Ja, aber hier vor mir ist gerade ein Radfahrer reingefahren. Man kann hier nicht an der Seite vorbei. Wo ist denn der lang? Okay, also der hat dann hier vorne noch so ein Gatter aufgemacht. Aber hier kann man nicht durch. Also kommt das für mich nicht in Frage, weil über den Zaun klettern ist jetzt auch nicht so meins. Und dem freilaufenden Bullen wollte ich eigentlich auch nicht begegnen. Auf alle Fälle gibt es hier Galloways, die hier die Landschaft offen halten sollen. Ja, das ist jetzt schade, aber wie gesagt, man darf hier offiziell nicht durch, also werde ich das auch nicht tun. Ich bin jetzt zurück auf dem Floßgrabenwanderweg und wandere jetzt zum Werbener See. Und dann schauen wir mal, wie das ist. Ich hätte auch auf der Straße zum Monarchenhügel gehen können, aber das wäre dann eine größere Hauptstraße gewesen. Und das ist es einfach nicht wert. Um den Werbener See gibt es auch einen Naturerlebnispfad. Ja, sehr schön.
Hier ist eine weitere Informationstafel zum Naturerlebnispfad. Ja, Leute, hier ist eine Bank mit super Aussicht. Ach, nee. Also den See selber, der müsste hier irgendwo hinter diesem Gebüsch liegen, habe ich vorhin mal kurz durchscheinen sehen, aber auch nicht wirklich. Ich habe vorhin mal in der OSM-AND-App geschaut, da soll eigentlich nach 500 Metern jetzt noch eine Bank kommen. Da hoffe ich mal, dass das so ist und dass die eine etwas schönere Aussicht bietet. Weil ich habe jetzt knapp 6,5 Kilometer weg und da ist es doch mal Zeit für ein Päuschen. Hier sieht man jetzt den See ein kleines bisschen besser. Sehr naturnah, gefällt mir. Hier drüben gibt es sogar eine kleine Badestelle. So, das Warten hat sich gelohnt. Richtig schöne Bank. Und man kann sogar den See sehen. So muss das sein. Hier ist eine weitere Informationstafel. Hier sehen wir noch eine Rohrleitung. Das ist ja auch alles hier ehemaliges Bergbaugebiet. Beziehungsweise nicht weit von hier ist ja auch der Tagebau Profen. Der ist, glaube ich, noch in Betrieb. Für mich geht es jetzt hier weiter. Der Weg wird jetzt wahrscheinlich etwas unspektakulär. Ja, das ist mein Weg jetzt. Ist natürlich nicht mehr so schön wie am Anfang. Aber das ist schon Jammern auf hohem Niveau. Er ist nicht staubig. Die Windräder sind wir vorhin auf der anderen Seite vorbeigegangen. Und hier an dem Grünstreifen sind die ganzen Bäume eingegangen. Das habe ich jetzt schon öfter gesehen. Kilometer 8 ist erreicht. Ich habe jetzt auch schon mir meine Rückfahrt ausgesucht. Und zwar fährt in 50 Minuten mein Zug. Für die 50 Minuten habe ich ca. 3 Kilometer, die ich noch gehen muss. Also kann ich es gemütlich angehen lassen. Kilometer 8,7 ist erreicht. Ich habe jetzt ungefähr noch 3 Kilometer vor mir. Und irgendwo habe ich schon wieder die Zeit vertrödelt. Auf alle Fälle muss ich mich jetzt doch ein bisschen beeilen. Denn ich glaube, ich habe nur noch 40 Minuten. Ja, ich ziehe schon mal ein kleines Resümee. Also der erste Teil am Floßgraben entlang, der war richtig schön. Sehr naturnah, teilweise im Schatten, teilweise in der Sonne. Ja, der Weg am See war auch nicht schlecht.
Und die Bank, die war natürlich Volltreffer, genau zum richtigen Zeitpunkt. Und sie war auch in einem richtig guten Zustand und man hatte eine richtig schöne Aussicht. Also alles richtig gemacht. Ja, jetzt bin ich hier auf dem Rückweg. Der ist jetzt nicht ganz so spektakulär. Hier ist auch eine Straße in der Nähe. Und nebenan geht die Bahnschiene. Aber jetzt heißt es nur noch straff durchwandern. Und dann war es das für heute. Ich sag schon mal Tschüss. Geht raus. Habt Spaß. Hier ist jetzt der Weg noch mal richtig schön geworden.